Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um einen Auftritt von Tino Chrupalla bei Maischberger. Es ist im Folgenden das Streitgespräch, danach ein paar Worte dazu, wie Tino Chrupalla aus meiner Sicht sehr schlagfertig war, ihm einiges gelungen ist, die Sendung sehr wahrscheinlich nicht so gelaufen ist, wie die großen Medien, wie die Vertreter der großen Medien, wie sie es sich erhofft haben. Tino Chrupalla aber aus meiner Sicht noch sehr viel mehr hätte erreichen können. Es aber grundsätzlich an der AfD-Positionierung, an der AfD-Strategie für öffentliche Auftritte insgesamt liegt und nicht an Tino Chrupalla. Jetzt im Folgenden das Streitgespräch, danach ein paar Worte dazu. Ich begrüße die Fraktionsvorsitzenden von FDP und AfD, Christian Dürr und Tino Chrupalla. Herzlich willkommen. Über den besten Weg zu schreiten, das ist schon der Job der Demokraten. Das ist auch unsere Aufgabe im Parlament. Es gibt Unterschiede zwischen den Demokraten. Die Position der FDP zum Heizungsgesetz ist klar. Das haben wir jetzt auch fixiert in der letzten Woche und haben gesagt, wir wollen technologieoffen sein. Wir wollen, dass die Heizung zum Haus passt, dass das Ganze wirklich für die Menschen funktioniert. Und das sozusagen wegzudrücken nach dem Motto, lasst uns bloß nicht drüber reden, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, wird schon. Das kann ja keine Lösung sein. Also Demokraten dürfen auch streiten. Ist eine Frage der Wortwahl, da bin ich bei Ihnen. Aber Demokraten müssen sogar streiten um den besten Weg. Und das tun alle. Das ist nämlich gar nicht nur für meine Partei in Anspruch, für die Koalitionsmitglieder und auch für die CDU-CSU. Wir streiten da wirklich um den besten Weg. Was mir wichtig ist, und ich glaube, das hilft zum Entzaubern, hinzuschauen, welche Vorschläge die Parteien machen. Ganz genau darüber zu sprechen, welche Angebote sie machen. Und ich könnte die Liste, die ich im Kopf habe, zu dem, was die AfD in den letzten Jahren getan hat im Deutschen Bundestag, nahtlos fortsetzen. Ich erinnere mich an Haucher Haushaltsberatung, Herr Chrupalla, da haben Sie die Abschaffung des Bundesnachrichtendienstes gefordert, um Geld einzusparen und so weiter und so fort. Und jetzt müssen sich doch Menschen fragen, ist diese Partei wirklich eine Alternative zu den Demokraten, die auch mal streiten dürfen in der Demokratie, oder ist das meistens einfach Quatsch, was Sie muss hier auch zu Wort kommen, Herr Chrupalla, also die Wärmewende. Sie sagen, die bräuchte man eigentlich so überhaupt nicht. Würden Sie denn auch dann als Gegenvorschlag sagen, die Menschen sollen auch zukünftig weiter Öl- und Gasheizungen einbauen, wohl wissend, dass Öl und Gas irgendwann mal sehr teuer wird? Ja, Öl und Gas wird ja teuer gemacht, damit man es eben auch genau diesen Umstieg oder beziehungsweise, dass die Bevölkerung auf diesen Umstieg gezwungen wird. Und vielleicht nochmal anknüpfen zu Herrn Dürr zuallererst. Also allein dieses permanente Beschreiben, wer Demokraten ist und wer nicht Demokraten sind. Wissen Sie, das hat das Souverän zu entscheiden, das hat der Wähler zu entscheiden. Ich bin demokratisch direkt gewählt, das werden Sie wahrscheinlich nie erleben. Also von daher vertrete ich einen großen Anteil meiner Wähler und auch die Interessen dieser Wähler. Das ist meine Aufgabe, das ist auch die Aufgabe der Bundestagsfraktion. Ihre Wähler wollen die Abschaffung des Bundesnachrichtendienstes. Hören Sie doch auf, den Bundesnachrichten. Nachrichtendienst. Wir reden jetzt mal das haben Sie beantragt im Deutschen Bundestag. Wir reden jetzt über das GEG. Wir ändern jetzt ganz konkrete Punkte, weil wir auch Kritik am Vorschlag von Robert Habeck haben. Aber das zeigt ja gerade, wie die AfD arbeitet. Parallel von Fakten, mit dem immer wieder dem Versuch, den Parlamentarismus lächerlich zu machen und das, was Herr Chrupalla versucht, ist, die Fakten wegzuwischen. Also einfach eine parallele Realität zu beschreiben und zu sagen, das kann man ja nicht wollen. Ja. Es stimmt, das kann man nicht wollen, aber es wird auch nicht vom Deutschen Bundestag so beschlossen. Denn wir werden am Ende des Tages ein Gebäudeenergiegesetz machen. Das Konzept der AfD lautet ja, lasst uns einfach mehr russisches Gas einkaufen. Nein, nicht mehr, aber gleich behalten. Ja, genau. Wir wollen also zurück in eine Abhängigkeit von Putin, was uns geopolitisch in eine unfassbar schwierige Phase bringen würde. Ja, die Idee ist ja, dass wir gerade unabhängiger weltweit werden. Also Ihre Alternative ist, wieder das russische Gas durch die Leitungen nach Deutschland zu bringen. Absolut, natürlich. Und das hat ja gerade den Wirtschaftsstandort Deutschland die letzten Jahrzehnte genutzt. Das war unser Standortvorteil. Günstiges Gas. Was haben wir jetzt, wenn man noch dazu die Klimadebatte wirklich in dieses Feld mit einführen wollen? Wir haben jetzt dreckiges LNG-Fracking-Gas, wo kurz vor Mukran, also auf der Insel Rügen, wo riesige LNG-Terminals gebaut werden, die Bevölkerung dagegen ist, weil man Chlor in die Ostsee ableitet, weil man die Urlaubsstandort dort gefährdet. Das ist aktuell das vor allen Dingen für einen viel höheren Preis. Kauft man hier LNG-Gas in Amerika ein. Man macht sich neue Abhängigkeiten. Deswegen ist richtig, da bin ich bei Ihnen, Technologieoffenheit, aber auch ein Energiemix. Russisches Gas. Nein, das ist ja kein Energiemix. Russisches Gas, russisches Öl ist kein Energiemix. Was denn dann? Und macht dieses Land ja nicht unabhängig. Also Herr Chrupalla, mit Verlaub. Also, Entschuldigung, von Unabhängigkeit zu sprechen. Ein Land wie Deutschland, was keine Bodenschätzen hat, das sind doch wirklich Fata Morgana. Ich habe ja davon gesprochen, dass wir... Das ist doch nicht anders. Wir brauchen eine grundlastfähige Energie, die wird auch mit... Und die braucht Gas... Kernkraft, also brauchst du auch einen Wiedereinstieg. Sie wollen aber den Ausstieg aus der Kernkraft.
Wenn man sich überlegt, wie dieser furchtbare Angriffskrieg, da werden Frauen und Kinder ermordet, Frauen vergewaltigt von russischen Soldaten. Und Herr Rupalla sitzt hier achselzuckend und sagt, ist halt so, wir wollen gerne das Gas haben. Das muss man sich mal überlegen, auch in welche geopolitische Situation sich Deutschland begeben würde, wenn sie dem Weg folgen würde, als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt im Westen fest verankert. Es ist gut, Sie diskutieren ja gerade in der Partei, ob sie überhaupt noch ein Mitglied, also ob Deutschland noch Mitglied der NATO sein sollte. Man muss sich überlegen, welche Konsequenzen das in der Realität hätte. Sie fordern den Austritt aus der Europäischen Union. Wenn Deutschland isoliert, also eine vernetzte Volkswirtschaft, die Exportweltmeister, wenn wir auf einmal isoliert dastehen und dem Weg folgen würden, es wäre auch eine wirtschaftliche Katastrophe. Was wäre der konkrete Weg, jetzt wieder russisches Gas zu bekommen, Ihrer Meinung nach? Natürlich sollte man das immer in Erwägung ziehen. Russland gehört zu Europa und wir werden auch weiter, und wir werden auch wieder mit Russland wirtschaftliche Kontakte knüpfen. Und es ist richtig, dass wir russisches Gas. Was wäre jetzt der konkrete Weg in diesem Krieg, jetzt wieder diesen Wirtschaftskrieg, den Habeck ja initiiert hat, zu beenden? Wir haben die Sanktionen, die hauptsächlich der deutschen Wirtschaft, den aktuellen und auch der Bevölkerung schadet. Da werden Menschen ermordet in der Ukraine. Nochmal, wenn wir eine wertegeleitete Politik wie Sie immer wieder fordern, fortsetzen, dann hätten wir auch dürfen beim Irakkrieg, bei einem Afghanistankrieg von Amerika kein Öl kaufen. Da wurden auch Menschen getötet oder wurden dort keine Menschen getötet. 500.000 Kinder wurden im Irakkrieg getötet. 500.000 Kinder wurden in der Ukraine. Sie versuchen gerade einen Angriffskrieg der Völkerrechtswidrigkeit, unsere Sicherheit bedroht, zu rechtfertigen. Ich finde das einfach unanständig und ich glaube, das muss man mal aussprechen. Wir sollten die Kriege... Wissen Sie, das ist genau diese einseitige und moralische Erklärung, die Sie hier geben wollen, die in keinster Weise zu der Geschichte der Vergangenheit geführt hat. Gut, die Geschichte der Vergangenheit. Und das haben wir auch gesehen, das wurde hier in keinster Weise diskutiert. Herr Gruppaller, wenn wir diese wertegeleitete Politik fortsetzen, schadet das dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir sehen es doch aktuell. Sie würden also die Sanktionen... Schade, das Gegenteil ist Unternehmen wandern ab. Sie würden die Sanktionen aufheben. So viel nehme ich jetzt als konkreten Vorschlag mit und hake ein, wo Sie sagen... Die schaden uns doch am meisten. Die Antwort zum Heizungsgesetz, Sanktionen aufheben. Wo Sie sagen, die Geschichte spielt eine Rolle in diesem Land. Deswegen einfach eine Frage an Sie, weil Sie gerade in den letzten Monaten, in den letzten Wochen viel Gegenwind bekommen haben, weil Sie am 9.5., am sogenannten Tag der Befreiung, so nennen die russische Seite ihn, in der russischen Botschaft zu Besuch waren. Das ist damals aufgefallen, weil das der Tag eben ist, den die Sowjetunion einmal eingesetzt hat zu feiern. Putin hat ihn aber wirklich erst zu dem gemacht, was er ist. Und Sie waren dort. Ist das angemessen? Das war die Kritik an einem Tag, an dem diejenigen, die gerade ein Nachbarland überfallen haben und jeden Tag dort brutal kämpfen, auch gegen die Zivilbevölkerung, an diesem Tag da zum Feiern zu sein. Also erstens mal bin ich nicht zum Feiern dort gewesen, es ist ein Gedenktag gewesen und ich habe diesen Tag, wie seit den letzten 3-4 Jahren, auch an diesem Tag genutzt. Im Übrigen war von 3 Jahren noch alle Parteien dort vor Ort gewesen. Also was hat sich denn geändert? Ein Krieg? Moment. Ein Krieg. Ich glaube nicht, dass Deutschland mit Russland im Krieg ist, auch wenn das einige in der Koalition immer wieder erwähnen. Mit der Ukraine wollen wir gar keine diplomatischen Beziehungen mehr mit Ländern haben, die in irgendeiner Weise in Konflikte verwickelt sind? Ist das Ihre Aufgabe, diplomatische Beziehungen? Das wäre ja die Frage gewesen. Ich bin der Meinung, es ist kein Tag zu schade, sich für Frieden und Diplomatie und auch für Dialog einzusetzen. Nochmal, also ich denke, es ist wichtig, auch mit Russland weiter in den Kontakt zu treten, auch im Dialog zu bleiben. Deutschland befindet sich nicht im Krieg mit Russland. Das sollten wir nicht vergessen. Kann man dagegen etwas sagen, dass jemand dann doch da die Gelegenheit vielleicht auch genutzt hat, dem russischen Botschaften eine Botschaft zu geben? Ja, also als ob jetzt Herr Rupalla in der Lage wäre, den Krieg in der Ukraine zu beenden und habe ich ja gar nicht gesagt. Das ist ja geradezu lächerlich, Frau Maischberger. Nein, es geht darum, und das erleben wir bei den Reden im Bundestag immer wieder, es geht darum, ein Stück weit als Vorposten von Moskau und von Putin im Bundestag zu agieren. Ja, das sagen Sie ja sogar sehr offen teilweise. Sie fahren dahin. Das, was Putin macht, ist, den Westen bedrohen und insbesondere unsere Friedensordnung komplett in Frage zu stellen. Das bedroht die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Das bedroht auch uns ganz konkret. Wenn ein Land sagt, mir sind die Vereinten Nationen, die Wertegemeinschaft der Welt vollkommen egal, ich verstoße gegen Völkerrecht und überfalle ein anderes Land, ein souveränes Land, dem ich selbst in den 90er Jahren, das hat Russland getan, 90er Jahren Sicherheitsgarantien gegeben haben. Also es zeigt doch, es zeigt, es zeigt,
ja genau, es zeigt doch, dass Russland und Putin willens ist, da ziemlich alles zu tun. Und ich empfehle dringend, dass der Westen zusammensteht. Sie empfehlen, dass die Bundesrepublik sich aus dem Westen verabschiedet. Und ich glaube, das ist der fundamentale Unterschied zwischen uns. Und das, was Sie da aufzeigen, nochmal, neben den humanitären Aspekten, ich wiederhole das, wäre es volkswirtschaftlich ein Desaster, was Sie vorschlagen. Es wäre eine Entkopplung vom Westen. Sie sind ja wie die Linkspartei spannenderweise auch gegen Freihandel immer wieder. Wir brauchen mehr Freihandel, mehr wirtschaftliche Chancen in der Welt, gerade um nicht Abhängigkeit, Rohstoffabhängigkeit von Ländern wie Russland zu haben. Und ich, aus meiner Sicht, so. Die demokratische Mitte ist da ziemlich eindeutig in Deutschland, was diese Punkte betrifft. Und die AfD schießt sich damit regelmäßig im Aus. Also weil das schadet, ich will zusammenfassen, das schadet in Wahrheit den nationalen Interessen der Bundesrepublik, was sie tun. Ich würde gerne beim Verhältnis zu Russland auch noch mal bleiben, weil auch der Verfassungsschutz... Vielleicht könnte ich erst mal darauf antworten, auch, weil Sie gehen jetzt von einem Thema zum anderen. Ich kann im Prinzip nichts erwidern. Ich versuche immer bei einem zu bleiben. Weil man immer hier gerade spricht vom Zusammenhalt des Westens. Und ich meine, dass unser Friedenskurs und auch unser Deeskalationskurs beim Wähler ankommt, das sehen Sie ja aktuell in Umfragen. Das muss ja irgendwo herkommen. Ja, Herr Dohr, es tut mir ja leid, dass Ihnen das wehtut. Das kann ich ja nicht diskutieren. Wenn Sie sagen, der geschlossene Westen. Wie viele Länder des Westens sind denn geschlossen? Überstehen geschlossen hinter diesen Sanktionen? Wir haben ungefähr 195 Länder auf der Welt. 30 Länder, also ungefähr 1 Milliarde der Menschen steht hinter diesen Sanktionen. 7 Milliarden nicht. Ja, die weiter mit Russland Handel treiben, die weiter mit Russland Wirtschaft treiben. Und das soll auch für Deutschland wieder von Tragkraft sein, für unsere Wirtschaft, für unseren Wohlstand, vor allen Dingen für unsere Bevölkerung, die darunter leidet. Unter hohen Preisen, unter hohen Energiepreisen, Inflation. Und das sind alles Dinge, die wir wieder fordern und die wird es auch in Zukunft wieder geben. Und das ist, denke ich, sind wichtige Punkte, die man hier immer wieder erwähnen muss. Und wenn ich diese Kriegstreiberei auch zum Beispiel von Ihrer Kollegin Frau Strack-Zimmermann immer wieder sehe, ja, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Büro, ich habe in meinem, ja, eine wirkliche Waffenlobbyistin von Rheinmetall, so, die immer mehr kritisiert und die Beziehung immer mehr diesen Konflikt anzettelt. Aber ich will Ihnen nur einen Punkt sagen. Nee, stopp. Jetzt müssen Sie uns die Gelegenheit geben, trotzdem Sie eins nach dem anderen nochmal zu sortieren. Und ich bleibe nochmal dabei und frage nach dem Verhältnis zu Russland, weil ich finde, dass wir da ein bisschen zu schnell darüber weggegangen sind. Es gibt einen Vorwurf, der kommt vom Verfassungsschutzpräsidenten, der sagt, dass eben Teile der AfD sehr stark von Moskau beeinflusst sind und russische Narrative weiter verbreiten. Gelistet werden eben neben Ihrem Besuch in der Botschaft auch Auftritte, die AfD-Mitglieder in Russland oder im russischen Fernsehen hatten. Damit wir wissen, wir reden, wollen wir einen dieser Auftritte zeigen. Das ist nach Kriegsbeginn. Das ist der Bundestagsabgeordnete Steffen Kortré. Er war Anfang dieses Jahres im Februar in einer russischen Talkshow und hat Folgendes gesagt. Осуществляются поставки тяжелого вооружения. В большинстве своем nicht allerdings, muss man sagen. Германские жители не поддерживают. Нужно сказать, что журналисты и СМИ делают все для того, чтобы германское общество... So, man muss dazu festhalten, dass zu diesem Zeitpunkt nicht die Mehrheit der Deutschen gegen Waffenlieferungen waren. Das war also etwas Falsches, was der Kollege dort gesagt hat. Hat der Verfassungsschutz einen Punkt, dass sie russische Narrative verbreiten? Also ich weiß jetzt nicht, was an diesen Aussagen in irgendeiner Weise verfassungsmäßig nicht konform sein soll. Der Auftritt ist jetzt, also ich trete in einer Talkshow auf oder in einer anderen Sendung wie bei Ihnen und dann ist der Auftritt verfassungswidrig oder feindlich? Frau Maisberger, ich bitte Sie, also da gibt es genauso eine Sendung. Diese Talkshow mit unserer Talkshow, damit wir wissen, welche Talkshow wir... Ja, gut, ich kann auch zu Herrn Böhmermann gehen. Damit wir wissen, um welche Talkshow wir hier reden. Diese Propagandasendung von Herrn Böhmermann kann ich vergleichen. Nein, ist doch nichts anderes. Dann zeige ich Ihnen, welche Talkshow das ist, weil ich mich da zu Unrecht verglichen finde. Das ist eine Talkshow, die täglich im russischen Fernsehen ist. Das ist ein Moderator mit dem Namen Wladimir Solovyov und er sagt auch Sachen, die sich gegen Deutschland richten. Einfach zur Einordnung. Berlin wird zerstört werden, wenn die Deutschen weiter an die ukrainischen Nazis Waffen liefern. Das ist die Quittung für politische Entscheidungen. Lassen Sie doch Genosse General den Befehl geben, Dresden wieder zu bombardieren. Dresden zuerst. Ich bitte Sie, das ist nur der Anfang. Wir werden dort nicht aufhören. So, das ist der Zusammenhang. Das ist die Talkshow Dresden bombardiert. Sie kommen ja selber aus Sachsen. Also ist ein Auftritt in einer Talkshow, die jeden Tag diese Art von Drohungen auch gegen Deutschland äußert, das richtige Forum, um zu sagen, wie die Deutschen denken. Frau Maischberger, ich wäre in diese Sendung nicht gegangen. Das will ich ganz klar und deutlich sagen. Allerdings geht es hier um die Aussagen, die der Kollege Cotré
in dieser Sendung gemacht hat. Und die bewerte ich, nicht die Aussagen. Dass die Mehrheit der Deutschen gegen die Waffen. Ich bewerte nicht die Aussagen eines Moderators. Da könnte ich bei vielen Sendungen nicht mehr gehen, weil ich mit diesen Aussagen nicht übereinstimme. Zum Beispiel mit Herrn Böhmermann, der ähnliche Aussagen auch schon getätigt hat. Ja, natürlich hat er damit was zu tun. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da wird in einer Sendung Deutschland direkt bedroht. Ja, und es gibt unsere nationale Sicherheit in Frage gestellt. Und Sie verteidigen Auftritte von Ihren Kollegen in solchen Sendungen. Nochmal. Ist das im Interesse der Bundespolitik und der Menschen in Deutschland? Das kann ich nicht erkennen. Ich verteidige das und die Aussage, die Herr Cottré gemacht hat. Ich verteidige nicht die Aussagen von anderen Personen. Ich verteidige auch vor allen Dingen nicht Ihre Aussagen oder die Aussagen zum Beispiel von Frau Strack-Zimmermann. Die sind wesentlich schlimmer. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob Sie diese Art von Kritik gegen solche Äußerungen aus der, dann auch mit dem russischen Botschafter besprochen haben. Also die direkte Drohung, dass Deutschland angegriffen wird. Ja. Natürlich bespreche ich solche Dinge auch. Und natürlich bespreche ich auch Dinge... Was hat er gesagt? Wissen Sie, ich habe doch nie diesen expliziten Fall jetzt dort besprochen. Was hat er gesagt? Laden Sie doch den russischen Botschafter auch mal hier ein. Mhm. Reden Sie doch auch mal mit dieser Seite. Das wäre doch vielleicht auch von der Information her. Wir beleuchten die ukrainische Seite von Tag für Tag, von Woche zu Woche. Die Gegenseite kommt doch im deutschen Fernsehen in keinster Weise überhaupt zur Sprache. Also ist im Prinzip auch die Berichterstattung in dahingehend nur einseitig, auch im deutschen Fernsehen. Sie empfehlen eine solche Berichterstattung, die wir gerade gesehen haben. Hören Sie doch mal auf, von dieser Berichterstattung zu sprechen. Ja, und immer auf diesen einen Fall zu gehen. Ja, Sie spielen was ein. Ich könnte Ihnen auch was einspielen von Ihrer Kollegin, die in irgendeiner Weise solche Äußerungen getätigt hat, die wesentlich schlimmer sind. Das ist ein solcher Quatsch. Übrigens auch im Gespräch mit Frau Strack-Zimmermann Menschen, die die deutsche Politik ganz anders beurteilen. Das ist unsere Aufgabe, das einmal zu sehen. Die Frage, die an Sie ginge, wäre tatsächlich, die Situation im Moment ist die, dass eben in dieser Offensive, in der auch deutsche Waffen geliefert werden, deutsche Waffen jeden Tag natürlich auch zerstört werden, die Panzer, die wir liefern. Was wäre die Folge daraus? Liefern, egal was passiert? Ja, also die Unterstützung der Ukraine jetzt militärisch, das ist eben der einheitliche Westen, der da agiert. Einerseits auf den humanitären Gründen, die ich vorhin schon sagte. Das, was dort passiert, ist einfach schrecklich und furchtbar. Und der Aggressor ist eindeutig. Es ist ja nicht so, dass die Ukraine irgendwas getan hätte, sondern im Gegenteil. Wladimir Putin hat entschieden, dort einzumarschieren und Menschen umzubringen. Das sind erstmal die Tatsachen. Und ich gehe darüber hinaus. Dieser Krieg ist geopolitisch auch eine Bedrohung für uns. Insofern ist es richtig, die Ukraine militärisch zu unterstützen, weil es in unserem besten, auch westlichen und ich sage auch für Deutschland, nationales Interesse ist genau das zu tun. Das ist der Grund, warum meine Kollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses sehr deutlich und frühzeitig gesagt hat, wir brauchen diese Waffenlieferung zur Unterstützung der Ukraine. Man stelle sich eine Sekunde vor, das hätte Deutschland, das hätte der Westen nicht getan. Wie sähe es dann aus? Dann wären Grenzen längst verschoben worden, völkerrechtswidrig. Und wir wären direkt bedroht. Und der Einspieler hat es ja nochmal deutlich gemacht. Also es ist in unserem geopolitischen Interesse, so zu handeln. Das will ich unterstreichen, Frau Maischberger. Was wäre Ihre Antwort auf diese Frage? Was wäre Ihr Vorschlag, um diesen Krieg zu Ende zu bringen? Ja, es gab ja schon im März 2022 die ersten Friedensverhandlungen in Istanbul, das wissen Sie genau, die natürlich auch verhindert wurden, auch im Übrigen vom Westen. So. Und Boris Johnson, ja, das hat ja selbst der ehemalige israelische Ministerpräsident Bennett bestätigt, dass es diese Verhandlungen gab. Das können Sie ja nicht einfach negieren. Was wäre jetzt? Wir erleben noch jetzt, und das habe ich ja eigentlich auch schon vor einem Jahr gesagt, dass weitere Waffenlieferungen und noch mehr Waffenlieferungen, genau. Jetzt reden wir auch von Kampfflugzeugen, dass die in keinster Weise diesen Krieg beendet haben. Mittlerweile sehen wir, dass diese Eskalation weitergeht, dass immer mehr Menschen sterben auf beiden Seiten und das muss verhindert und beendet werden. Und deshalb muss man sich auch mit Putin an einen Tisch setzen. Es wird nicht anders gehen. Wer setzt sich an den Tisch? Die USA, die Ukraine und Russland. Genau die drei Kriegsparteien, die in diesem Konflikt, diesen Krieg beteiligt sind. Was, wenn Putin gerade wieder gesagt hat, er möchte nicht verhandeln? Ich denke schon, dass es Lösungen gibt, zum Beispiel auch aus China. Und da muss auch der Bundeskanzler, das macht er hoffentlich auch auf China natürlich Druck ausüben, auf die Länder, die überhaupt noch in Diplomatie und in Kontakt mit Russland stehen. Und deshalb war es ein Fehler, dass sich Deutschland dort zuzeitig aus diesen Gesprächen, aus diesem Dialog verabschiedet hat. Denn so hat man keine Wirkkraft mehr. Und das hätte uns eigentlich gerade mit unserer Vergangenheit gut zu Gesicht gestanden. Und bis dahin die Waffenlieferungen stoppen und die Ukraine sollte kapitulieren? Das einfach noch als Nachfrage? Ich sehe in keinster Weise, dass diese Waffenlieferung der Ukraine in irgendeiner Weise genutzt oder geholfen haben. Die Grenzen wurden bereits verschoben und die Grenzen werden wahrscheinlich auch in dieser Konstellation, egal wie der Donbass sich selbst entscheidet, wie selbst souverän der Donbass für sich auch später völkerrechtsmäßig sich aufstellen will, wird es dort eine Entscheidung geben, die für alle Seiten auch die Sicherheitsinteressen Russlands berücksichtigt. In einem besetzten Gebiet. Trotzdem nochmal die Frage, soll die Ukraine, damit es zu Verhandlungen kommt, kapitulieren? Jeder Tag, der Krieg länger geht, sterben Menschen. Wie der Krieg beendet wird,
wenn es morgen ist, mit, auch mit Gebietsabgabe, ist ein guter Tag. Kapitulation? Es geht nicht um Kapitulation. Ich denke, eine Gesprächsbereitschaft, gesichtswahrend für beide Seiten, sollte das Ziel sein. Was war auffällig? Tino Chrupalla konnte aus meiner Sicht viele Punkte machen. Beispielsweise hat er erwähnt, dass 7 Milliarden Leute nicht für die Sanktionen sind, nur 1 Milliarde dafür sind. Das stellt das Narrativ grundsätzlich in Frage, dass es automatisch richtig ist, Sanktionen zu machen. Weil ja die Leute gewohnt sind aus den westlichen Medien, alle sind dafür, es ist selbstverständlich, Russland ist ein Dämon, wir müssen unbedingt Sanktionen machen. Tatsächlich hat Tino Chrupalla indirekt sogar Medienkritik geübt. Er hat darauf hingewiesen, dass der russische Botschafter nicht bei Maischberger eingeladen wird, dass überhaupt die russische Sicht nicht vorkommt im deutschen Fernsehen. Es ist aus meiner Sicht ganz wichtig, das in Erinnerung zu rufen, weil die Leute sich daran gewöhnen und es vergessen. Viele Leute, die denken, ja gut, die russische Propaganda, die Russen, es ist selbstverständlich, dass sie nicht vorkommen. Es gibt auch nichts Wichtiges, was sie sagen könnten. Tino Chrupalla sind hier oft schlagkräftige Konter gelungen. Beispielsweise, in welcher Abhängigkeit sind wir jetzt? Die Rolle der USA wird in den großen Medien nach Möglichkeit kleingeredet oder gar nicht beleuchtet. Und das sieht man ja aktuell, wer davon profitiert. Mit Waffenlieferungen, die wir bezahlen, wo wir Leasingverträge bezahlen, wo am Ende hier ein Krieg auch noch dazu eine Provokation weiter durchgeführt wird. Verwechslung von Opfer und Täter, Herr Chrupalla. Nein. Der Krieg hat 2014 begonnen. Der hat nicht im Februar 2022 Putin hat entschieden, begonnen. Die Ukraine zu überfallen. Und ich glaube, das zu relativieren. Na, nein. Das tun Sie ja regelmäßig, auch im Deutschen Bundestag in Ihren Reden. Nein. Das zu relativieren. Diesen Angriff lehnen falsch. Wir und verurteilen wir genauso wie alle anderen Parteien. Das wichtiger Satz zum Schluss nochmal. Vielen Dank. Der Krieg hat 2014 begonnen mit dem Überfall auf die Ukraine. Das halten wir noch fest. Ja. Und danken für. Nein, im Donbass mit den bürgerkriegsähnlichen Zuständen, auch mit diesen Konflikten dort. Deswegen gab es ja die Minsk I und II Verträge, die von beiden Seiten nicht eingehalten wurden, Frau Maischberger. Also dieser Krieg hat auch mehrere Väter und auch eine Vorgeschichte. Sie sagen gerade, die Ukraine hat den Krieg begonnen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Also ich habe es gerade so verstanden. Herr Dürr? Der Krieg hat einen Beginn 2014, ja. Wo dieser Konflikt im Donbass durch die Ukraine mit auch verursacht wurde. Natürlich. Mhm. Tino Chrupalla macht auch einen wichtigen Punkt, indem er sagte, dass der Krieg 2014 begonnen habe. Und jetzt kommt aber das eigentliche Problem, aus meiner Sicht, oder was man hätte noch viel besser machen können. Maischberg stellt jetzt die Gegenfrage, wer hat den Krieg begonnen? Die Ukraine. Und aus meiner Sicht, hier hätte Tino Chrupalla antworten können, ja, die ukrainische Regierung. Und er hätte hier Aufklärung betreiben können. Oder auch schon an anderen Stellen. Die AfD wird seit 2013, seit der Gründung, wird sie mit dem Vorwurf des Rechtsextremismus belegt. Aus der Ukraine hingegen haben wir dergleichen gar nichts erfahren. Und aus meiner Sicht, das ist ein Schwachpunkt. Dadurch sind die großen Medien in einer ganz prekären Lage. Es ist nämlich ganz leicht darstellbar, dass es eben nicht nur Randgruppen sind in der Ukraine, die rechtsextrem sind, sondern dass damals Poroschenko, dass er selbst ein Extremist war. Und das ist anhand eines einzigen Zitats darlegbar, das ich auch schon oft gebracht habe, aber aus meiner Sicht, man kann es nicht oft genug bringen. Deren Kinder werden im Keller leben, sie werden keine Renten und sie werden keine Gehälter bekommen, so werden wir den Krieg gewinnen. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так. In dem Zitat ist ganz viel drin, weil es ist davon die Rede, es sind deren Kinder, es sind deren Gehälter. Es sind nicht die Leute, unsere Leute in der Ostukraine, sondern es sind die. Nicht wir, sondern die. Und das zeigt Nationalismus auf. Es wird gegen eine Menschengruppe vorgegangen. Und OSZE-Berichte zeigen ja auch, dass die Taten umgesetzt wurden. Zivilisten im Osten willkürlich beschossen wurden. Es gab in der Ukraine Rassengesetze. Es wurde Russisch als zweite Amtssprache verboten. Man stelle sich einmal vor, in der Schweiz, es würde jetzt Französisch als Amtssprache verboten werden. Was würden die Franzosen der Schweiz sagen? Tino Chrupalla kann hier leicht nachprüfbare Fakten vorlegen. Fakten, die jeder im Internet leicht nachprüfen kann. Und er bringt damit die großen Medien in extreme Bedrängnis. Weil es wird plötzlich alles offensichtlich. Warum wurde nicht berichtet? Es wird erstmal deutlich, es gab ein Informationskartell seit 2014. Die großen Medien hier, sie bilden ein Kartell, sie sind nicht vertrauenswürdig, sie täuschen die Bevölkerung absichtlich. Es ist ganz wichtig,
das den Leuten zu verdeutlichen. Weil viele verstehen das bis jetzt nicht. Viele denken, die Medien haben einen linken Bias oder es passt ihnen nicht so richtig, aber sie haben grundsätzlich Vertrauen in die großen Medien. Sie haben nicht die Vorstellung, dass sie ein Kartell bilden, dass die wichtigste Information, dass sie kollektiv ausschweigen. Sie mögen zwar die Medien nicht, aber sie schlucken die Narrative. Und das ist das Entscheidende. Und wenn sie die Narrative schlucken, dann wählen sie auch entsprechend. Das heißt, sie sind mit den Medien, sie sind mit den Parteien, mit der Ampel, sie sind nicht zufrieden, aber sie machen dann knirschen doch das Kreuz und darauf kommt es an am Ende. Und was noch wichtiger ist, es wird die vollkommene Verwahrlosung, die vollkommene Unzivilisiertheit wird offensichtlich. Dass es eben keine Werte gibt, dass es pure Heuchelei ist. Dass das ganze Gerede von Demokratie und Werten und Menschenrechten, dass es diesen Leuten in den großen Medien oder auch den Altparteien, dass ihnen vollkommen egal ist. Dass es für sie auch keine Rolle spielt, dass sie für ihre Karriere, für ihre Existenz alles tun. Aber es interessiert sie überhaupt nicht, was in der Ukraine, was in der Ostukraine passiert. Es interessiert sie nicht, das an die Bevölkerung hier zu transportieren, sondern im Gegenteil, sie begehen Landesverrat, indem sie die Spaltung Eurasiens befördern, was immer primäres Ziel war von US-Geostrategen, die seit über 100 Jahren versuchen, den eurasischen Kontinent zu spalten. Mit verheerenden Folgen auch für Deutschland, was maßgeblich die beiden Weltkriege befeuert hat. Es ist wichtig zu verstehen, dass Hitler mit dem Ziel der Spaltung bereits in den 20ern unterstützt wurde und dass er weiterhin mit Öl beliefert wurde, als der Krieg stattgefunden hat. Es wird hier deutlich, in welch gefährlicher Lage wir sind, wenn wir uns Medien hingeben, die von US-Narrativen bestimmt werden. Auf welche Weise auch immer, die USA schaffen es, beim Ukraine-Konflikt wird es offensichtlich, sie schaffen es, unsere großen Medien kollektiv zu beeinflussen und dafür zu sorgen, dass es ein Informationskartell gibt über die Geschehnisse in der Ukraine. Es gibt zahlreiche Vorkommnisse in der Ukraine, die die russischen Medien berichten und die hier nicht berichtet werden. Trino Kupala kann auch das anführen und er kann das so anführen, indem er sagt, die schweren Vorwürfe über Angriffe gegen Zivilisten seitens der ukrainischen Regierung, seit Kriegsausbruch, aber auch schon vorher. Also wir reden hier von systematischen Verbrechen, beispielsweise, dass die Bewohner von Mariupol festgehalten wurden und erschossen wurden, wenn sie versucht haben, die Stadt zu verlassen, vom Azov-Bataillon. Dass dieses Azov-Bataillon in die ukrainische Armee eingegliedert wurde. Dass es eine unzählige Liste von Verbrechen gibt, die sehr stichhaltig erscheinen und dass die großen Medien nicht sich die Mühe gemacht haben, diese Vorwürfe zu entkräften, sondern dass es einfach ausgeschwiegen wurde. Tino Kupala könnte darauf pochen, dass diese Vorwürfe in den russischen Medien, dass sie hier überprüft werden und widerlegt werden. Dass sie auf jeden Fall aufgegriffen werden und dass sie nicht einfach ausgeschwiegen werden. Tino Kupala könnte das alles bei der Maischberger Sendung machen. Natürlich wird Maischberger versuchen, ihn zu unterbrechen. Aber die Fakten sind so eindeutig. Die Lage für die großen Medien ist im Grunde so prekär. Es ist eigentlich ein Elfmeter, den man nur ins Tor setzen muss. Weil die Faktenlage so eindeutig ist und es ist eigentlich unglücklich für die großen Medien, dass sie ausgerechnet die AfD mit dem Rechtsextremismusvorwurf bedacht haben und dass jetzt genau rauskommt, dass sie in der Ukraine genau das verschwiegen haben. Und es ist leicht dem Zuschauer beweisbar. Mit wenigen Aussagen, wie beispielsweise dem Zitat von Poroschenko, der Präsident der Ukraine war und der mit Hilfe der USA an die Macht gekommen ist. Was bewiesen ist durch das Telefonat mit Victoria Nuland, was auch im Internet nachprüfbar ist. Das hätte Tino Kupala auch schildern können, dass es ein Telefonat gibt, das beweist, dass hochrangige US-Vertreter die Regierung in der Ukraine geplant haben. I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tony Book on the outside. Und dabei spielt es noch nicht einmal eine Rolle, ob es dann so eingetroffen ist. Also ob dann Yatsenyuk tatsächlich Ministerpräsident wird. Allein, dass sie es am Telefon geplant haben, überführt die USA. Dass sie hier grob illegal gehandelt haben, dass sie Spaltung befördert haben, dass sie Rechtsextremismus befördert haben. Weil Poroschenko, diese Aussage ist eindeutig, er ist ein Extremist, er ist ein Rechtsextremist. Und eben nicht nur Tjani Bok und andere. Wie es immer in den Medien bei uns transportiert wurde, dass es da auch solche Kräfte gibt, sondern Tjani Bok ist dann jemand, der überhaupt kein Blatt mehr vor den Mund nimmt. Es ist aus meiner Sicht auch wichtig zu verstehen, dass die jetzigen 20%, dass andere die Vorarbeit dafür geleistet haben. Nämlich die Leute, die über den Ukraine-Konflikt schon lange vorher aufgeklärt haben. Mit einer hohen Reichweite.
Sie haben schon lange vor dem Februar 2022 aufgeklärt über die Rolle der USA in der Welt, wodurch die Propaganda in großen Teilen der Bevölkerung schlecht gegriffen hat. Natürlich jetzt nicht nur wegen der Ukraine-Aufklärung, sondern weil es viele Leute gibt, die die Rolle der USA in der Welt kritisch beleuchtet haben. Beispielsweise auch den 11. September. Es scheint jetzt so ganz schnell zu gehen. Die AfD war erst bei 10%, jetzt ist sie bei 20%. Und jetzt denkt man, jetzt geht es weiter auf 30-40-50%. Aber es ist nicht ganz so leicht. Sondern jetzt müssen jetzt die anderen Teile der Bevölkerung auch erreicht werden. Dass sie die Täuschung auch verstehen. Zum Teil haben sich die großen Medien selbst entblößt durch die Ausgrenzung der AfD und durch Widersprüche, auch bei Corona. Das heißt, die Glaubwürdigkeit der großen Medien ist bereits gesunken. Aber trotzdem ist es aus meiner Sicht so, dass viele Leute immer noch zu einem hohen Grad den Medien glauben, auch wenn sie die Medien nicht gut finden, aber dass sie die Narrative schlucken. Es scheint einfach selbstverständlich, dass Putin die Sowjetunion zurück will und Angriffskriege führen will und auch Deutschland erobern will. Weil es klingt für uns absurd, aber es wird überall transportiert und viele Leute glauben das. Einfach weil sie sich nicht vorstellen können, wie die Lage ist, dass es in der Ukraine Dinge vorgefallen sind, die nicht berichtet werden, wo sie sich nicht vorstellen können, dass sie nicht berichtet werden. Weil sie sich einfach nicht vorstellen können, dass alle unsere großen Medien, dass sie ein Kartell bilden bei bestimmten Narrativen. Sie gehen davon aus, wir haben hier vielleicht links beeinflusste Medien, die ja nicht objektiv berichten, aber sie haben nicht die Vorstellung, dass es hier um ein Kartell geht. Dass es keinen freien Wettbewerb darum gibt, wer jetzt alle relevanten Informationen an die Bevölkerung bringt. Und vor allen Dingen auch, dass das nie gegeben hat. Sie wissen nicht, dass es im Westen nie freie Medien gegeben hat. Jedenfalls nicht, was alle wichtigen Narrative betrifft, sondern dass diese Freiheit immer Grenzen hatte. Natürlich haben wir ganz viele Rechte und wir haben eine funktionierende Justiz. Genau deswegen funktioniert die Täuschung auch so gut. Diese Psychomanipulation wirkt aber nur so lange es die Leute nicht verstehen. Und aus meiner Sicht, die AfD kann jetzt hier voll auf Sieg spielen. Sie hat jetzt eine Reichweite, sie ist einfach zu groß, um ignoriert zu werden. Natürlich, wenn man jetzt klein anfängt und noch gar keine Reichweite hat, dann muss man irgendwie in die Talkshows reinkommen. Aber jetzt ist die AfD im Bundestag, steht in Umfragen bei 20%. Wenn die Medien die AfD jetzt ignorieren, es fällt wieder negativ auf die Medien zurück und vor allen Dingen kommt dann das Problem auf die großen Medien zu, dass die Leute sich selbstständig informieren. Es ist ja immer das Ziel der großen Medien, weswegen ja auch AfD-Vertreter eingeladen werden, um die Neugierde an der AfD zu stillen. Um zu zeigen, okay, jetzt habt ihr den Kupala gesehen, ihr seht, er hat keine Argumente, er ist ein Rechtsextremist, ihr habt jetzt alle Argumente gehört, er hatte jetzt eine halbe Stunde Zeit, zwar ein Streitgespräch, es gab viele Themen, aber es wurde alles Wichtige gesagt, jetzt müsst ihr euch nicht mehr interessieren. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass wir ja ganz viele Rechte haben, dass es eine Justiz gibt und dass es eben nicht so ist, dass Tino Kupala, wenn er unangenehme Dinge sagt, die für mächtige Leute unangenehm sind, dass ihm dann was passiert. Das hätten sie jetzt vielleicht gern, diese Drohkulisse. Und die gibt es auch in anderen Ländern, wie beispielsweise in der Ukraine. Aber im Westen hat das System immer mit Täuschung gut funktioniert. Und die Leute haben sich wahrscheinlich gedacht, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und die Täuschung funktioniert umso besser, je besser der Rest funktioniert. Und dieses System wurde nach 1945 zu uns transportiert. Oder vielleicht auch schon nach dem Ersten Weltkrieg. Also wir brauchen das eigentlich nicht, weil die Energie teuer gemacht wird. Aber Sie sagen auch, wir brauchen es auch deshalb nicht, weil der CO2-Ausstoß gar nicht unser Problem ist. Sie glauben, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es eigentlich nicht so wichtig ist, wie viel CO2 wir ausstoßen. Das würde ich gerne noch mal wissen, um zu wissen, auf welcher Grundlage wir das machen. Nochmal vielleicht zu den Fakten, da würde ich trotzdem noch mal eingehen, wenn Herr Dürr sagt, dass man eine Gasheizung dann auch mit sauberem Wasserstoff betreiben kann. Die gibt es de facto aktuell noch nicht und die wird es auch in 20 Jahren noch nicht geben. Es gab auch noch andere Themen, bei denen Tino Kupala die Medien hätte entblößen können. Beispielsweise beim Thema Klima. Es geht nicht darum, dass er jetzt den Leuten beweisen muss, dass CO2 keinen Einfluss aufs Klima hat, sondern er beleuchtet das Verhalten beispielsweise eines Mojib Latifs und von anderen Wissenschaftlern. Er zeigt die Unglaubwürdigkeit auf, indem er Aussagen Latifs auseinandernimmt und sie auch daraufhin auseinandernimmt, wie suggeriert wird. Wie propagandistisch diese Aussagen sind. Er könnte auf die Hockeyschlägerkurve eingehen, auf Climate Gate, auf die 97% Lüge. Es geht darum, die Glaubwürdigkeit der großen Medien in Frage zu stellen, weil sie diese ganzen Missstände nicht beleuchten. Er kann dann sagen, Frau Maischberger, das wäre doch Ihre Aufgabe gewesen,
das alles zu beleuchten, was ich jetzt gesagt habe. Es ist immer ganz wichtig, sich möglichst präzise auszudrücken und möglichst freundlich, also die eigene Narrative mit freundlichen Worten darzustellen und sie präzise darzustellen, dass es keinen Interpretationsspielraum gibt, dass man dafür nachher nicht geframed werden kann. Es ist ganz wichtig zu verstehen, man kann alles sagen. Tatsächlich kann man auch in diesen Talkshows alles sagen. Wichtig ist nur, dass man sich präzise ausdrückt und man eine Argumentationsgrundlage hat. Also Fakten, mit denen man das unterlegen kann. Und überhaupt die Argumentation schlüssig ist. Beispielsweise auch, dass man sagt, die russischen Medien haben das berichtet. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber unsere Medien müssen es überprüfen. Und das tun sie nicht. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Man muss nur die Argumente dafür finden, wie man es argumentieren kann. Da ist ganz viel möglich. Es ist nicht so, dass man gegen das Narrativ der großen Medien im Ukraine-Konflikt nicht ankommt. Also auch 1-4, 5 nicht ankommt. Oder man auch bei ganz wenig Zeit. Man kann den Ukraine-Konflikt, man kann die wichtigen Dinge, kann man stichpunktartig einfließen lassen, auch in guten Reaktionen, wie es Tino Chrupalla teilweise gemacht hat. So kann man ganz viel einfließen lassen und viel erreichen. Und wie gesagt, die AfD muss keine Angst haben, nicht eingeladen zu werden. Sie braucht das nicht mehr. Die Medien müssen sie zähneknirschen und so oder so einladen. Das Einzige, was man nicht machen darf, ist, sich unpräzise auszudrücken oder sich provozieren lassen, um die Kontrolle zu verlieren. Ganz wichtig ist immer, dass man sich vorher überlegt, welche Punkte man machen will. Also über welche Dinge man aufklären will, aus meiner Sicht. Das ist ganz entscheidend, dass Tino Chrupalla sich vorher überlegt. Ich will jetzt die Bevölkerung, ich will das und das will ich bringen. Die Information, die will ich unbedingt bringen. Da will ich die Narrative angreifen. Und das nimmt er sich vorher vor, da legt er sich seine Argumente zurecht und wartet dann auf die Gelegenheit, wann er sie bringen kann. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.